Hallo meine Wettfreunde und willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun, diesmal mit einem Spiel namens Block and Load. Warum kommt kein Minecraft? Warum kommt kein Minecraft? Das ist ganz einfach gesagt, der Server geht nicht. Und ich habe keinen Plan, wann Man of the World antwortet. Und bevor ich kein Video habe, nehme ich erstmal Let's Fun auf. Wahrscheinlich wird dann am nächsten nachfolgenden Tag von diesem Video hier ein Minecraft-Part alleine und Thief rauskommen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das handeln kann. Weil das könnte echt knapp werden mit dem Upload. Und ich schau mal, wie ich das vernünftig hinkriege. Aber nichtsdestotrotz, let's fun time. So, wir sind hier in einem Spiel namens Block and Load. Ein relativ geiles Prinzip. Und also relativ simpel auch erklärt. Ich werde mal das Tutorial spielen, damit ihr das versteht. Achso, okay. Um euch das genauer zu zeigen. Hier stellt man erstmal die ganz normalen Sachen ein. Was möchte ich sein? Angriff oder Verteidigung? Dann aktuell die Free-to-Play-Charaktere. Ja. Gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Nehmen wir erstmal einen Rambo. Dann kann man hier noch Zusatzbonis einstellen. Die Blöcke kann man verändern, mit Level 6 aber erst. Wie man hier wunderschön sehen kann. Und dann kann man noch Skins benutzen. Und wenn man fertig ist, dann blockt man ein. So, da es das Tutorial ist, hier gibt es nicht viel zu sehen. Hier gibt es nicht viel zu sagen. So. First-Person-Shooter. Sieht relativ schick aus. Das Tutorial-Level ist übrigens immer anders designt, aber immer die gleichen Aufgaben. Hier brauchen wir übrigens nicht rüber hüpfen, sondern wir rennen einfach rüber. Mit Rennen springt man weiter. Klingt logisch. Die Dinger hier sind einfach nur zum Aufsammeln. Hier kann man mit Hüpfen, kann man rüberklettern, wenn man sprintet. Genau. So, wir könnten das auch schon mit einem machen. Um es mal zu zeigen, dass es mit dem Hochklettern immer funktioniert. Mit Ducken kann man auf die Höhe von einem Block gelangen. So, wir können damit graben. So. Und dafür kriegen wir Blockpunkte. Wenn wir Blöcke abbauen. Ihr seht, es dauert relativ lang. Wir können auch hier durchgraben. Müssten wir nicht mal machen. Gehen nicht kaputt. Unsere Basis. Generator. So, es gibt hier keine Gegner, weil es das Übungsspiel ist. Hier sind Fallen, das sind Klebefallen. Die machen einen langsamer. Ich habe es noch nie geschafft, hier rüber zu hüpfen. Und das sind Bärenfallen, die machen Schaden. Kann man so... Und ich glaube, wahlweise geht das sogar mit dem... Ja, genau, mit rausschießen. Die haben AP. Wir haben als Rambo-Klasse, ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, deswegen habe ich von der Fähigkeit, die man unten rechts sehen kann, diese Granate. Da ist die Fähigkeit. Davon habe ich zwei, weil ich schon ein wenig weiter gespielt habe. Der Charakter ist auf Level 4. Wir haben dort rechts unten zwei Waffen. Einmal das MG und einmal einen Raketenwerfer. Okay, erklärt sich von alleine. Erklärt sich von alleine. Mit rechter Maustaste das Zielen. So, hier gibt's die Punkte einmal einzusammeln und die markieren auch gleichzeitig noch, was wir mit unserem Spaten aufschaufeln sollten. Das sind Radare, die können wir auch platzieren. Das wären dann die auf der 6, die kann man aufbauen, dauert länger, man muss rechte Maustaste gedrückt halten. Mache ich jetzt mal nicht, weil es sinnlos ist, wobei eigentlich kann ich es ja mal machen. Den können wir aufstellen und dann kriegen wir diesen in gewissen Bereich markiert und sonariert. Und hier sieht man schon, ach Mensch, hier sind ja noch mehr. Zack. So, hier können wir auch einfach so wieder raushüpfen. Die habe ich übrigens beim ersten Mal ignoriert. Versehentlich. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ja. So, zack, zack. Schussgelände. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach ja, wartet mal, ich muss kurz... So, DPI umstellen. Zack. Und wir haben die Rambo-Klasse gewählt. Wir können Granaten werfen. Plunk! So.
Da unten waren noch vier Ziele für den Fall, dass es jemand nicht gesehen haben sollte. Und... Ups. Ich will mal kurz was wissen. Okay, die füllen auch Munition auf. Und Leben. Alles klar. Die gibt's im echten Spiel eigentlich nicht. Das sind jetzt Tutorials. Wir können natürlich auch die einfache Variante nehmen. Bam. Das ist unsere... Ach ja, das habe ich auch noch nicht gesagt. Jeder Charakter hat einen Spezialblock, der nur für ihn gilt. Bei uns ist dieser Spezialblock C4. Auf dem Slot 1 findet sich dieser Spezialblock immer. Ist meistens relativ teuer. Und hat eine besondere Wirkung. Ist natürlich immer anders. Wir haben ja gesehen, C4 macht Bomben. Macht gut, Boom. Ja, kostet auch entsprechend viel. Können jetzt zum Beispiel noch 3 holen. Ich mach den jetzt mal so kaputt. Jo, und damit können wir jetzt nämlich hier weiter. Hier war vorher eine Wand. So, wir haben schon alle Marken gesammelt. Hier können wir auch hinlaufen, um abzuschließen. Oder wir zerstören den Generator. Damit können wir auch abschließen. Also mit dem Abschluss, der Abschluss besteht aus alle Marken sammeln. Oder wahlweise halt eins der anderen Sachen. Ja. Bauen wir mal fröhlich vor uns hin. Mit dem nächsten ist es sowieso kaputt. Boom. Atomexplosion! Fuck yeah! Ja, unsere Spezialfähigkeit hätte übrigens auch an dem Ding Schaden gemacht. Also Explosionen, also alle Explosionen, Werkzeuge und Spezialfähigkeiten, also in dem Fall ist ja eine Explosion, machen an dem Ding Schaden. Also Explosionen und Werkzeuge machen an dem Ding Schaden, verallgemeinern wir das mal. Es gibt diverse Helden, es gibt 12 Stück an der Zahl bis jetzt. Ist noch ein relativ neues Spiel, soweit ich das weiß. Die ersten 6, die zweiten 6. Ich spare gerade auf den Ninja hin, weil ich den geil finde. Und den testen möchte. Und ja, es gibt... Ich weiß nicht, wie das aufgeteilt ist. Ich weiß nicht, ob permanent 3 zur Verfügung stehen. Also halt hier Sergeant Stone, dann Tony Toretto und Nigel Purdy Longshot. Ist fraglich, ob die immer zur Verfügung stehen oder ob es wöchentlich oder so wechselt. Ich habe es mir eigentlich für heute, also eigentlich habe ich es mir gestern runtergeladen, um es gestern noch zu spielen. Es wurde aber gestern nichts mehr, sodass es erst heute Morgen fertig war. Und ich nehme es jetzt am Abend auf, weil ich eigentlich Minecraft aufnehmen wollte. Aber ja, tut mir leid für Minecraft. Kommt dann wahrscheinlich am nächsten Tag. Ich hoffe, es funktioniert. Und ich war schon fleißig am Spielen. Ich bin halt schon fast Level 5. Geht auch relativ schnell. Die Runden dauern allerdings manchmal sehr lange, weil man ein relativ blödes Team hat, um es mal hart zu formulieren. Aber es ist wirklich so. Man kann ein relativ blödes Team haben, was relativ ungünstig ist. Aber nichtsdestotrotz kommt dies vor. Und Leute, die in der Warteschlange rausgehen, die kann ich nicht leiden. Auch das kommt vor. So. Hälfte des Parts ist gleich rum. So, ich bin grundsätzlich ein Angreifer, ich spiele auch immer mit dem Sergeant. Und wir können nichts weiter machen, also blocken wir ein. Und ich hätte gerne... Parapet. Ja, da kann man sich gut unten durchgraben. Ihr seht schon, die haben auch einige noch andere Charaktere. Jeder Charakter hat auch ein anderes Blockset. Und auch generell andere Blockauswahlmöglichkeiten. Ja, hier zum Beispiel ist der Fallenspezialist und so. Als Sniper übrigens ist er tätig und ja, eigentlich liegt mir Snipern sehr gut. Nachteil, in dem Spiel kann ich nicht spielen, weil er, naja, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem nicht so umgehen. Sind wir mal Mehrheitsentschluss hierfür. King of the Castle, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Karten noch nicht wirklich. Also ich glaube, das war mit Matschgruben und so und man kann sich relativ gut durchgraben.
Und ja, wie ihr gehört habt, Ziel ist ja Zerstörung der gegnerischen Basis. Es gibt in diesem Spielmodus keine Generatoren. Es gibt jedenfalls noch keine Karte, die ich gespielt habe mit Generatoren. Und, ja. Ja, er zum Beispiel hat... Achso, meine Maus ist gerade gar nicht da, wie ich sehen muss. Ja, wir haben 3 Sniper, was relativ brutal sein kann. Ich habe nämlich mal erlebt, dass Sniper eine ganze Basis zugecampt haben. Und man kam echt kaum durch. Und... Okay. Was auch relativ häufig vorkommt, woran man sich leider gewöhnen muss, ist zwangsweise, dass man... Ich würde gerne da einen raufsetzen, danke. Ist, dass man kein Auto-Balancing hat. Also sprich, wenn jemand aus dem Spiel lieft, was ja jederzeit passieren kann. Wir kriegen übrigens, wenn wir die abbauen, nur die Hälfte der Blockpunkte zurück, die wir gesetzt haben. Wenn jemand lieft, was natürlich jederzeit vorkommen kann, ist das unvorteilhaft für das Team, denn... Und da kommt jetzt dieses wunderschöne Denn. Ja, der Platz muss nachbesetzt werden, aber er wurde nicht sofort nachbesetzt. Und das heißt, das Team kämpft in der Unterzahl. Ich hatte es gestern bereits, heute Morgen bereits. Ich komme noch relativ krass durcheinander mit den Zeiten. So, dass wir 4, dass wir 2 gegen 4 gespielt haben. Was, um ehrlich zu sein, scheiße unfair ist. Wir haben zum Glück am Ende noch gewonnen, weil wir es gerade so geschafft haben, noch einmal richtig durchzustarten. Und ja, das war, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, echt nicht schön. Wir hatten da echt einmal richtig krass Glück gehabt und das war's auch schon. Ja. Also, es gibt Vor- und Nachteile. In erster Linie Nachteile. So, der Basenbau beginnt, dauert circa 4 Minuten. Ich baue mal die Kisten hier ab, die bringen zwar nicht so viel. Also eigentlich bringen die nur einen. Aber die sind dann nicht im Weg und wir haben ein paar Blockpunkte. Ganz wichtig ist halt, Blockpunkte zu sammeln. Man kriegt für Kills Blockpunkte, man kriegt für Supports Blockpunkte. Und ja, ich sammle jetzt erstmal noch ein paar Blockpunkte, damit ich mit dem C4 dann hinterher an der Basis sofort wirken kann. Man sammelt zwangsweise durch das... meistens, die meiste Strategie ist das Durchgraben an, auf die andere Basenseite. Da sammelt man mit eigentlich am meisten Punkte. Was auch, ja, klar logisch ist, weil unterirdisch suchen die halt am wenigsten, beziehungsweise kriegen es am wenigsten mit. Außer sie haben halt Radare. Und ja, das ist alles so ein Hin und Her. Zack, da haben wir gleich mal ein paar mehr abgebaut. Ich hoffe, das bringt auch mehr Punkte. Ich habe nie drauf geachtet. Aber die Physik in dem Spiel funktioniert halt auch, was die Blöcke angeht. Man kann auch nicht einfach so einen Block in der Luft setzen. Und man kann auch relativ schnell eine Brücke zum Beispiel, die jemand baut, abbauen. Indem man halt einen Block cancelt und dann war's das mit der Brücke. Ja, Spiel geht gleich los in 2 Minuten. Die Runden können sehr lange dauern. Also ich werde auf jeden Fall den Part jetzt eine Runde lang voll machen. Das heißt, es wird vielleicht ein 35-Minuten-Part. So wie ich es einschätze. Also dafür, dass halt Minecraft heute ausfällt, kriegt ihr dafür andere Sachen. Aber zu Genüge. Es gibt in dem Spiel noch diverse Bugs und relativ krasse Hitbox-Fehler. Aber naja, ist noch verkraftbar. Und hin und wieder leckt es extrem. Also die Leute kommen, sind noch nicht mal um die Ecke gekommen und können euch trotzdem schon erschießen. Was echt nicht so geil ist. So, wir haben gleich mal ein paar Punkte gesammelt. Ja, die Basis ist... Ich hoffe, die haben sich um die Basis gekümmert. Ich kümmere mich in der Regel eigentlich eher um die Front. Liegt mir halt mehr. Ich mag die Musik in dem Spiel auch relativ. Die ist echt ganz harmonisch gemacht. Wir machen sie fertig. Mit ihren eigenen Waffen. Nein, ich wollte nicht runter. Oh, verdammte Axt. So, jetzt hier rein. Jetzt hinducken. Jetzt kann ich das abbauen. So, dann bleibt kein Weg übrig. So, hinter uns machen wir dann gleich zu. So. Zack.
Block Nummer 1, Block Nummer 2. So, Nummer 3 und Nummer 4. So, und Nummer 5, dann sind wir nämlich auch wieder in der Basis. So, gleich geht's los. Jetzt geht's rund, er ist die Oma, dann der Hund. Oh nein. Man kann, also noch zur Info, man kann auch nach der Bauphase natürlich noch bauen. Wäre ein wenig unfair, wenn nicht. Ich wollte den da oben bauen, danke. Wir haben einen Ninja-Feindlichen. Und tschüss. Ja, was willst du denn? Oh, da ist er weg. Mensch, es tut mir jetzt aber schon fast leid. Kannst du bitte verschwinden? Oh, na toll. Ja, wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Wie ich das liebe. Man blockiert sich nämlich relativ schnell gegenseitig. Das ist echt nicht schön. So. Och Mensch, Junge, blockier mich doch nicht immer, bitte. Komm schon, please. Ist jetzt nicht dein Ernst, du baust die Blöcke ab? Och, du bist klar. Nein, 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 nein. Sniper sind böse, die machen nämlich sehr viel Schaden. So, mit ganz viel Glück. Nein, das war's. Ich habe die Rakete schon fliegen sehen. Ich glaube, Raketen kann man in dem Spiel nicht abschießen. Ja, und links unten seht ihr schon im Chat, das mit dem Inaktivität kann man rausgeworfen werden. Man kann das Spiel auch so verlassen. Und ja, es gibt relativ häufig Leute, die nachjoinen. Weil einfach viele immer rausgehen und alles. Aber Problem ist halt grundsätzlich immer dieses Team-Balancing, was halt einfach meistens nicht gegeben ist. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, das ist echt nicht schön, wenn wir dann... Das war brutal und Glück zugleich. Ich sehe schon, hinter mir ist jemand. Der hat mich noch nicht gesehen, wie es ausschaut. Ich renne jetzt einfach mal außen rum und gehe in die gegnerische Basis von hinten. Das mache ich sehr häufig. Und dazu benutze ich in der Regel immer dieselbe Strategie. Ich baue mir eine kleine Plattform. So, schleiche ich mal kurz, damit ich hier nicht runterfalle. Ich habe als Rambo die Möglichkeit, hier Spawn-Plattformen zu setzen. Kostet eine Menge Punkte, wie ihr seht, 1000. Aber es lohnt sich. Das ist ein Spawnfeld. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier hoch zu hüpfen einfach, wenn das klappen würde. So, ich rüste mal meine Waffe lieber aus. Ja, unsere Basis wird nämlich auch angegriffen. Ich hoffe, mein Team ist fähig genug, den Gegner, die Gegner ins Jenseits zu befördern. So, die Sache ist die, ich weiß immer nie, wie auf welcher Höhe die gegnerische Basis ist. Das kann auch Nachteile bei sich bergen, weil wenn man nicht weiß, wo die Basis ist, dann entsprechend weiß man auch nicht, wie man agieren soll. So. Ist hier was in der Nähe? Nein. Dann setze ich hier mal einen Block davor, damit man, wenn jetzt irgendwer meinen Tunnel finden sollte, nicht gleich jeder weiß, okay, da ist er, der Sensor. So, platziere ich mal davon noch ein. Wir haben ja mehr als genug Punkte zum Glück. Es ist halt wirklich sehr wichtig, permanent immer zu wissen, ob was in der Nähe ist oder nicht. Ich glaube aber, ich bin zu tief. Zack und zack. So. Da oben rechts sehen wir gerade was durch die Wand. Da sind irgendwelche Punkte. So. Ich grab mich einfach mal Richtung Basis. Ah ja, wir sind bei der Basis. So, setze ich auch hier nochmal einen Spawnpunkt, einen Radar. So, jetzt sehen wir, da oben ist er. So, wir können auch im Sneaken hüpfen. Vorteil dabei ist halt, zack, zack.
Wir können halt immer einen Block hochhüpfen. Ah, wir sind zu nah dran, ne? Das sind nicht zerstörbare Blockaden, sage ich mal. So, wir können uns hier auch rumgraben ein wenig. So, hier sind wir ganz nah dran. So, da setzen wir auch nochmal so ein Radar hin. Ganz ehrlich, unsere Basis wurde gerade wirklich zerstört. Oh Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh Gott, ich habe es so gut versucht. Oh. Naja, wenigstens der Part zu Ende. Ich hatte so eine gute Strategie, ich wurde nicht einmal gesehen. Stufe 5, Goldbelohnung. So, Aufladezeit der Fähigkeit ist jetzt 17 Sekunden, ist runtergesetzt von 19. Ursprünglich waren es mal, glaube ich, 24. Wurde dann auf 19 runtergesetzt, dann habe ich eine zweite Ladung hinzugekriegt und jetzt auf 17 runter. Das ist jetzt bitter. Also, ich meine, dass keiner verteidigt hat, ist echt bitter. Aber okay, alles klar. Gut, da die Runde dann doch schneller zu Ende war, als ich dachte. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Es ist kostenlos im Steam Store erhältlich. Einfach Block and Load eingeben. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Ihr könnt auch gerne sagen, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob ihr vielleicht auch mehr davon sehen möchtet. Das liegt in eurer Hand. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es ist Minecraft und Thief. Ich werde es versuchen, so gut ich kann. Und bis dahin, peace out, euer Raccoon Stay Play. Mit einem fröhlichen Abend. Ciao.